So, ihr Lieben, wir starten in den Tag. Heute ist Donnerstag. Echt gut geschlafen heute. Heute wird ein guter Tag, habe ich das Gefühl. Also auf jeden Fall hat jeder gute Laune heute. Es war richtig kalt draußen, es sind nur... Oder es werden nur 8 Grad, es ist alles gefroren. Wir müssen richtig warm anziehen heute. Okay? So, die zwei fahren ins Auto, ich mache jetzt die Brotdose. Oi, Vorsicht! Oh. Die zwei Raketen hier. Navi einsteigen. Also die Wurst willst du nicht mehr auf dein Brot, Mausi? Die war nicht so lecker. Karotte? Da muss ich mal gucken, ob ich eine Karotte habe. Ich glaube, Karotten haben wir keine mehr. Aber Erdbeeren. Und Gurke. Guck mal, ich auch. Ich habe hinten noch kleine Gürkchen stehen. Langsam, Leonie. Nicht ärgern. Brotdose fertig, diesmal nur mit Frischkäse. Ihr schmeckt die Wurst nicht. Erdbeeren, kleine Gürkchen und nochmal solche Gürkchen. So, und jetzt auf geht's. Und Mama hat einen Termin um 9.30 Uhr. Muss ich die Ceran-Herdplatte holen. Okay, was hast du schon wieder da gemacht, du kleiner Mann? Hast du alles rausgeholt? Und du wolltest nach Angeboten gucken. Machst du wieder rein? Super. Er räumt wieder auf. Toll. Leonie will euch was zeigen. Hat sie gebastelt. Süß. Richtig toll. Und wo gehst du hin? Da willst du Spielsachen nehmen. Guck mal, hier ist Oma. Ich will hochgehen. Du kannst schon mal Schuhe anziehen. Ich will hochgehen. Komm, wir gehen hoch. So, wollen wir? Unsere schönen Blümchen habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Mami, aber wir müssen die Hand laufen, okay? Mhm, nehm ihn an die Hand. Komm, Elias. Auf geht's. Los, du. Total hübsch hier. So ländlich. Hier ist die Platte, die habe ich gerade so mit unserem Nachnamen drauf. So. Jetzt wollte ich vorhin die Kooperation hier auspacken. Stopp, Song. Testen. Warte. So. Hallo, Baby. Hallo, Baby. Ach. Hallo. 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 Das ist lustig. Willst du das auspacken? Pack mal später aus. Hm? Ich bin mal gespannt, wer da wieder saugt, denn
Der weiße aus dem Arbeitszimmer ist kaputt. Weiß ich nicht, Luffy, du blocken oder was? Weiß ich nicht, Luffy, du blocken oder was? So gut. Hier ist übrigens mein Geburtstagsgeschenk von Roy. Mir eine Juwelkerze bestellt. Die riecht richtig gut. Und, Moment, ich zeige euch, was drin war. Umdrehen. So. So ein Armkettchen. War süß. Mit einer Perle. War süß. Das hat auch geklappt mit dem Mittagsschlaf. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Dann hole ich gleich das Teil aus dem Auto. Und wenn ihr im Kaufland seid, müsst ihr in die Seifenabteilung. Das riecht so gut. So frühlingshaft. So richtig. Oh, erfrischend. Ja, in dieser Abteilung muss man halt nehmen, wenn man nicht von DM oder Rossmann fährt. So, die ist ganz schnell raus. Und die Flasche habe ich. Den Schlüssel. Die Flasche habe ich vorhin im Auto vergessen. Die hole ich jetzt auch ganz schnell raus. Jetzt scheint die Sonne. Wow, endlich. Auch schön. Ist das Ding gar nicht. So, dann hoffen wir mal, dass es passt. Du kleine Zwergi. Was ist los? Willst du wieder gehen? Nimmst du einfach einen Hausschuh mit? Hm? Du machst die Leonie ab? Elias, wir müssen laufen. Und Leonie wartet bestimmt schon. Und passt du da? Hm? Ihr zwei. So, ich bin schon wieder kopfüber. Lukas ist auch da. Ich werde jetzt in einer Stunde die Selina von der Schule abholen. Und es gibt Neuigkeiten. Der Elias hat einen Kindergartenplatz. Dieses Jahr noch. Oh mein Gott. Mein Baby geht in den Kindergarten dieses Jahr. Oh, Lukas, sie wollte auch ein Stück. Lukas. Sie wollte auch ein Stück. Geht Lukas einfach mit der Pizza weg? Schweinerei. Oh. Leonie hat alles aufgegessen. Ich musste als erstes gucken, als sie aus dem Kindergarten rausgelaufen ist. Ihre Dose ist komplett leer. Ist nichts für die Mama übrig gelassen, gell? Eine neue Platte. Willst du Pizza machen? Ja, eigentlich wollte ich ja den Elias mit rein in den Kindergarten schicken. Aber mittlerweile ist es so, dass ich echt froh bin und ich mich riesig drauf freue, dass ich ein bisschen Abwechslung habe und ein paar Stunden arbeiten gehen kann und was anderes sehe und mich mit Erwachsenen wieder unterhalten kann. Mal gucken, ob es in meinen Beruf zurückgeht. In der Kinderzahnarztpraxis hätte ich schon Lust. Aber das ergibt sich dann, also ja, wenn es soweit ist. Mal gespannt, wo ich dann landen werde, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Abwechslung so sehr, weil die letzten Wochen einfach so anstrengend waren. Die ganzen Krankheiten jede Nacht und ja, deswegen nehme ich mir auch am Sonntag mit meiner Schwester und Selina eine Auszeit. Ohne Kinder, wir fahren Schlittschuhlaufen. Was? Ach so, ja, heute. Ja, Schlittschuh-Disco. Wir fahren auf die Waldau. Ich freue mich schon, dein Schlittschuh-Disco ab 17 Uhr. Du willst auch Schlittschuh laufen? Ja. Ja, aber das ist erst ab 12 oder ab 10. Irgendwie so. Meine Nichten wollten auch schon mit. Ah, mach mal Party am Sonntag.
Snackt ihr? Komm. Das ist lecker. Guck mal. Die sind echt lecker. Erdbeeren, ja. Lecker. Ich hab's hier weggekickt. Papa Pig. Ihr zwei Quatschköpfe. Elias, sag mal hallo. Ich glaube, es war keine gute Idee, alle Kinder zum Action. Irgendwie packen sie alles hier ein. Voll schön. Das Grün ist voll schön. Sieht auch hübsch aus. Und, gibt's eine Wolle? Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ihr könnt doch Eier bemalen zu Ostern mit so Acrylfarben. Ja, mit Acrylfarben. Ja, Acrylfarben haben wir. Guck mal, wie hübsch. Was ist das? Wasserfarben ist das, oder? Ich glaube, es ist Wasserfarben. So schön metallic. Ich glaube, die Qualität ist das. Aber das war doch eine gute Idee, oder? Hast du genug Pinsel und sowas? Ja. Und Farben hast du ja auch genug, oder? Ja. Lukas ist weg. Ja. Dann bleib lieber hier. Voilà. Das Shampoo. Mit nur Schwarz-Weiß, dann kann man mit einem Weißen oder so. Da sind auch welche im Angebot, guck mal. Aber das sind normale Blöcke. Das hast du, glaube ich, schon. Oh, es gibt Selinas Wolle nicht. Und so was Ähnliches? Das ist doch das hier, oder? Nee, das ist so ganz dicke. Der Ballen war auch so groß. Schade. Was hast du? Kann man die mitnehmen? Du hast doch sowas zu Hause. Das ist eine Haarbürste. Hast doch sowas. 50 Cent diese. Guck mal, willst du wieder Ketten machen mit Selina? Und Schmetterlinge. Selina, guck mal. Und damit die aufmachen. Guck mal. Ja, so Schmetterlinge. Ah, von hier hast du noch so Fäden? Mami. Darf ich die mitnehmen? Ja, kannst du mitnehmen. Den kannst du mit Selina wieder. Ach, hier sind noch mehr. Guck mal. Da sind ganz viele verschiedene. Oder so eine für so ein Cardigan. Liebes hat gerade was entdeckt. Die gibt es hier auch und sind günstig. Eine Rückenzieher. Was habt ihr da noch? Ja, die sind lecker. Und Knete gibt es für 79 Cent im Angebot. Und Elias hat Perlen. Ich möchte Ketten machen mit Selina. Das sind keine Radiergummis, das sind Perlen. Für Ketten. Und so eine Kette machen. Sieht aus wie ein Radiergummi, hast du recht? Ja, zu Hause. Schön, gell? Hab ich auch schon angeguckt. Welche Farbe ist es? Braun.
Die sind ja süß. Muss ausmachen. Kleine Bäumchen. Schwarz, das sind Spardosen. Die sind ja hübsch. 4 Euro. Bis morgen. Ist halt nicht, wie viel ich brauche. Mhm. So gemischt willst du machen, oder? Ja, oder? Ja, kannst auch. Ja, gute Idee. Genial. So, diesmal habe ich auch geguckt. Das gibt's doch nicht. Jedes Mal gibt es nur eins, was wir brauchen. Das ist immer offen. Letztes Mal. Jetzt fehlt bestimmt wieder eins. Warum holen das die Leute einfach raus? Müssen wir nachzählen. Müssen wir mal zählen. Nee, die grüne Packung geht nur. Ich hab extra geguckt, weil die sind ja alle anders. Mhm. Siehst du? Crybabies. Nächstes Mal weißt du es. Ja, also die werden so schön ausgekocht sein. Hallo, Affe. So, was macht ihr? Aber pass auf, wir sind hier umgekehrt. Wo ist Leonie? Hier. Reis und, Nudeln. Ja, Reis und Nudeln. Das ist alles Nudeln? Und Reis mit Nudeln. Reis mit Gemüse. So, Hunger? Bin ich so? So, es war klar, es passt nicht. Die Anschlüsse sind anders. Jetzt musste ich einen Bekannten anrufen und fragen, ob man da irgendwas elektrotechnisch was machen kann, wechseln kann oder sonst was, weil sonst müssen wir ein anderes bestellen. So klar. So, ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, so im Schnelldurchlauf, was wir beim Action gekauft haben. Ich habe hier diese Brownies mitgenommen. Die dunklen gab es leider nicht mehr. Aber die schmecken auch voll gut. Sina hat sich Wolle gemacht. Sie möchte nämlich ein Cardigan nicht stricken, sondern häkeln. Wechselt es immer. Was ist denn? Das? Da war Papa sein Geschenk drin, gell? Ja, oh, du brauchst eine schöne Farbe. Genau. Die Teile, also sind alle 5 drin. Ich habe nochmal gecheckt. Wurde nur halt aufgemacht. Die Kinder haben schon im Auto hier diese Eier für 99 Cent an der Kasse. Haben sie auch noch entdeckt am Schluss. Und hier möchte ich ihr 2 geben und 2 in das Osterkörbchen machen. Also für Leonie habe ich jetzt schon alles zu Ostern. Ich habe ja beim Müller noch was geholt gehabt, das habt ihr ja gesehen. Ich nehme mal gleich auf die Seite, nicht dass sie sieht, dass das fehlt. 79 Cent, das hatte ich euch glaube ich schon vorhin gezeigt. Der lacht. Das ist süß. Ich mach mal weg. So, ich habe mal alles rausgeholt für Leonie und für Selina. Diese Perlen. Selina dachte, da kann Leonie vielleicht alleine die aufhedeln, da ist nämlich eine Schnur dabei und die haben größere Löcher. Mal gucken. Und diese Schleifen, total süß. Ich habe mir diese Schokolade hier mitgenommen. Die habe ich entdeckt. Die fand ich mega interessant. 1 Euro, oh, ich glaube 49 oder 39 und sowas. Selina hat sich hier so einen Duft mitgenommen. Riecht total gut. Und Leonie hat sich das hier ausgesucht. Und Lukas hat sein Zeug schon hochgeschleppt. Der hat, habt ihr schon gesehen, die 2 Chipspackungen und diese süßen Teile da. So, und jetzt verabschiede ich mich von euch, damit ich das Video wieder abends hochladen kann für euch. Und werde es gleich einen Bekannten anrufen und fragen, ob der da was machen kann mit der Platte, dass ich wieder kochen kann. Ich danke euch für was fürs Zuschauen.